Herzlich willkommen zurück zur Landwirtschaftssimulator 2015. Jawohl, wir machen weiter. Das Feld hier haben wir fast geschafft, das größte. Dann haben wir das meiste dann hinter uns. Erstmal jetzt hier gerade die kleinen Stellen wegfahren hier. Das ist ja... Sieht aus, wie sagt ihr immer, wie bei Hempels unterm Sofa sieht es bei mir aus, ja. So geht's nicht, ja. Wir wollen ja hier nicht schlampig werden. So, das können wir dann auch noch gerade hier einsammeln. Kommen wir da rum. Jo, sehr schön. Sehr schön. Hierfür gerade richtig ausrichten. Und Trecker wechseln. Kleiner Schild geht noch in den ersten Hänger und dann schon wieder auf den zweiten umschwenken. Da hat man mehr Glück als Verstand. Kann man jetzt gleich so durchheizen wahrscheinlich. Nämlich voll. Und zack. Ein bisschen schneller. So. Ja, ganz voll. Oh, könnte knapp werden, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Also wie voll wir den zweiten Hänger jetzt noch kriegen mit der auf dem Feld. Besser gesagt. Und voll. Alles klar. Nehmen wir einen Trecker und stellen wir in diese Spur hier. Kann man nämlich weiter Stroh einfahren und steht nicht immer im Weg, der gute Trecker. Oh, Gas. Jupp. Oh, ja, mein schönen Bauernröps hier. Jupp, 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 jupp. Ich hab brennt wie eine Bergziege. So schönes Wetter heute gewesen. Oh, ich sag's euch. Der Sommer kommt. Das ist so schön. So wunderschön wie heute. La, la, la. La, 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 la. Jo, dann diese hier. Ah, wir machen das schon. So langsam kommen wir ja auch voran mit der ganzen landwirtschaftlichen Sache hier. Und dann könnt ihr mir wirklich mal in dieser Folge, werde ich das jetzt mal sagen, jetzt könnt ihr mir mal wirklich schreiben, habt ihr Bock vielleicht auf einen LS-Server, wo ihr alle drauf spielen könnt untereinander? Ja, klar, den gibt es dann erst, den muss ich dann auf meinen Root mit drauf machen. Das ist überhaupt gar nicht das Ding, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr das mal sagen. Dann stelle ich nämlich da mal einen her. Und dann könnt ihr nämlich eine Runde Landwirtschaftssimulator spielen. Und dann schaue ich nämlich da zwischendurch auch mal vorbei. Und vielleicht, oder ich gehe da mal auf einen Livestream, mache einen Livestream, wie wir dann alle zusammen LS spielen. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da wirklich von haltet. Also, ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, aber wenn, dann muss ich halt euch auch als Unterstützung haben. In dem Sinne. Dass ihr dann sagt, okay, klar, ich spiele auf jeden Fall mit. Ist nicht das Ding. Dann mache ich das auf jeden Fall. Aber wenn sich natürlich da keiner für findet, die dann wirklich mitspielen möchten, Leute, dann lasse ich es lieber. Ja, weil dann ist es ja blöd. Weil so ist zumindest mein Plan gewesen, dass ich dann Landwirtschaftssimulator-Server herstelle, wo wir dann alle draufgehen, wo ich dann zum Beispiel bei Twitch die IP veröffentliche oder auch vorher schon unter den Videos Blasels und hier. Und dann könnten wir ja, wenn ich dann Livestream mache, dann könnten wir ja alle zusammen LS spielen. Also ich finde die Idee eigentlich cool. Müsst ihr mir nur sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Ja, ich erreiche ja hier nicht 50 Milliarden von Menschen, sondern wenn, dann bin ich ja auch auf die Leute, die hier zuschauen, angewiesen. Und wenn die da wirklich Bock dann drauf haben, mal, was weiß ich, einen Samstagabend oder Samstagnachmittag oder einen Sonntag, kündige ich natürlich dann vorher vernünftig an, wirklich mal eine richtige Runde LS zu zocken, so 3-4 Stunden,
könnte ich dann ja auch aufnehmen mit, dass man dann sagt, okay, das ist dann ein extra Part, wo ich dann auch hinschreibe, Twitch-Aufnahmen oder so, was dann gar nichts mit meinem normalen zu tun hat. Also so hatte ich mir das zumindest überlegt. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr auf jeden Fall davon haltet. Also ich würde das schon cool finden. Ich kann dann ja auch beigehen und sagen, okay, komm, es gibt schon ein bisschen mehr an Ausstattung, wie ein paar größere Treckers. Aber wenn, dann würde ich die Standard-Map, glaube ich, nehmen. Fabian Steiniger hat mich abonniert. Dankeschön, Fabian. Ja, würde ich einfach so sagen. Wenn einer daran Interesse hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich werde das dann auf jeden Fall, wenn sich genug Leute dafür finden, durchziehen. So. Abkippen hier. Ein bisschen Geld machen, meine Damen und meine Herren. Mein Kaffee ist leer. Wer hat meinen Kaffee getrunken? Das war der Spawn hier. Der kann sich nämlich jetzt nicht wehren. Ich habe ja kein Internet. Nur mein Handy geht. Scheiße hier, ich sag's euch. Ist echt kacke. Aber gut, was soll's. Wir machen weiter hier im Chor. Aber wir haben es fast geschafft. Also dieses Feld ist ja wirklich mühselig abzuernten. Aber ab dann ist es ja eigentlich null Problemo, ne? Dann geht's ruckidizuck, dann haben wir die Sache immer erledigt. Zumindest meiner Meinung nach. Und wie gesagt, wenn kein Angebot da ist, wenn wir alles eingefahren haben, alles komplett und auch schon wieder ein bisschen geerntet haben, also gesät haben, bla, Sülz, also was da halt mit zugehört, dann werde ich beigehen und werde wirklich alles verkaufen. Und dann entscheide ich, was wir mit dem Geld dann machen. Na gucken, ob ich heute noch so lange spiele. Könnte passieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Der einzigste Vorteil ist wirklich, wenn du, wie jetzt zum Beispiel, ich kann einfach spielen, ohne dass einer sagt, komm, wir gehen was spielen oder komm, wir machen jetzt hier und komm, wir machen jetzt das. Ja, ich habe wirklich absolut meine Ruhe. Und ich kann einfach zocken, wo ich drauf Bock habe. Das ist der einzigste Vorteil. Und es ist ruhig im TS, ja. Ich bin ja halt nicht drin, also es ist ja ruhig für mich. Das ist schon ein Unterschied, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und so lange hatte ich noch nie Internet. Kein Internet. Meiner Meinung nach. Boah, der Hänger wird auf jeden Fall noch voll. Denke schon. Bringen wir mal schon weg. Nicht, dass er gleich voll ist und dann kriegen wir den Mähdrescher nicht richtig leer und dies und jenes. Fahren wir halt lieber gleich so weg. Fertig. Ist dann ja auch ganz okay. Was ich cool finden würde, wenn man beide Hänger so gleichzeitig abladen könnte. Auch 100.000, also wir haben jetzt hier mehr Weizen wie Gerste drin. Ganz schön viel, sogar schon. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie. 124.000 und das andere 101.000. Ich glaube, wenn wir alles eingefahren haben, dann haben wir eine gute Summe zusammen, was wir dann wirklich verkaufen können. So, dass wir dann wieder unseren Hof aufstocken können mit einem neuen Feld. Also neues Feld ist Position 1. Position 2 ist eine Sämaschine für Mais. Und das Mähwerk, so dass wir Körnermais produzieren können. Würde ich gerne haben. Vielleicht nehme ich nämlich dann dieses große Feld hier immer für Körnermais. Ja, gibt ja auch Geld.
Und eine Ballenpresse hätte ich gerne. Hier, Quaderballen. Oder Rundballen. Rundballen wären natürlich absolut episch, weil wir aus Rundballen gleich auch Silage wieder machen können. Oh, was ich ja vorher gar nicht wusste, dass das funktioniert in dem Spiel so. Dass es das gibt, wusste ich. Ja, aber nicht in dem Spiel. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber gut. Jetzt wissen wir's. Ja, das ist jetzt noch einmal hin, einmal her. Dann ist das Feld hier fertig. Dann machen wir erstmal das da oben. Ich will ja eine andere Reihenfolge mir angewöhnen. Dass wir erstmal das hier, das, dann das da hinten und dann erst das da ganz unten. Und dann mal gucken. Oder ob wir da nicht beigehen und sagen, okay, weißt du was? Es gibt halt jetzt 30 neue Kühe oder keine Ahnung, ja? So richtig auf Kuhproduktion gehen, muss ich wirklich mal schauen. Weil Geld ist es auf jeden Fall dann ohne Ende. Wenn ich das alles so hinbekomme. Jo, einen Schnitt noch zurück, dann ist es, ist er leer. Schön, da ist noch ganz schön viel drin. Oh, jetzt ist er leer. 5000 gleich reingejaucht. Ja, machen wir ruhig was in den zweiten auch noch rein. So, der hier war voll. Das können wir gleich wieder wegbringen. Kürzen wir hier mal ab. Ein bisschen die Ernte kaputt fahren. Kaputt. Kaputt. Kaputt, kaputt. So, das auch abkippen. Boah, Alter, da kommen wir an 10.000 schon wieder ran. Schon wieder 7.000 gemacht, nur durch Stroh einfahren. Und wir haben Gehilfen am Laufen, einen wenigstens. Ja? Einen, klar, auf dem Mähdrescher. Alles klar, weiter geht's. Was ist das denn jetzt hier für so eine Rüppeldingen? Hier liegt so viel Einzelkram. Was ist denn hier wieder gemacht? Ich blöd, Mann. Oh, da habe ich zu früh runtergelassen, hochgemacht. Zack, 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 zack. Da muss alles mit hier. So. Kann ja auch nicht wahr sein hier. Recht und Ordnung muss hier sein, du. Da haben wir noch eine halbe Linie. Ach, egal, machen wir gleich. Machen wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Jupp. So. Jappa, jappa, du. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie voll du bist. Ganz schön voll, du. Ja, du. So, dann kippen wir das da mal rein in den Herd. Ich weiß gar nicht, was ich da oben drauf gemacht habe. Deswegen erstmal leer machen. Ist auch so schön sauber wieder, ne? Ah, der Regen hat alles schick gemacht bei uns wieder hier. So. Dann mach den Rotz mal leer. Ah, könnt ihr hier sehen? War nicht mehr drin. Da bröselt es heraus. Check. Sehr schön. Rohr einfahren, Mutti. Schick, 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 schick. Hey, du. Du bist ganz schön hässlich, du.
Ich sag's dir, hast Rasierklumpen unter der Ärmel, du hast den ganzen Arm so. Tja, ich geh jetzt nicht weiter mit dir. Hier, ich rab dich drauf. Sehr schön. Schon, mein Freund. Dann lass mal jucken. So. Alles klar, müssen wir den hier leer machen. Weil Raps ist ja ganz was anderes. Und weil ich hinten in den Hänger auch aus Versehen was reingekippt habe, hätte ich mal lassen sollen, hätte man nämlich den hinteren Hänger dafür nutzen können. Aber egal jetzt. So. Vorteil ist, bei Raps müssen wir nicht so oft gucken beim Mähdrescher. So, 132.000. Hier nochmal ganz kurz abkippen. Alles klar, alles drin. 132.000. Sehr schön, sehr schön. Brüchten auf jeden Fall einen großen Trecker noch. Aber dann würde ich gerne diesen Deutzer kaufen. Den Semmel möchte ich auf jeden Fall behalten. Also das muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist einer meiner, ja, kann man so sagen, Lieblingstrecker bis jetzt in dem Spiel. Weil der erstens perfekt funktioniert, es sind so viele Futures hier drin, wie Dächer aufmachen etc. Und ein Mod-Trecker, der absolut gut funktioniert. Ja, ich glaube, die Reifen, das passt nicht so ganz. Ich glaube, die Vorderreifen sind etwas groß. Glaube ich, will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber ich finde ihn einfach gut gemacht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das mit den Reifen sieht nur so aus, wenn er kein Frontlader dran hat. Wenn der Frontlader dran ist, sieht das wieder ganz anders aus. Auch komisch. Komisch, komisch, komisch. Wie gesagt, Güllen werden wir gleich selber machen. Gucken, ob wir das hinkriegen mit dem großen Güllefass. Wäre ja cool. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Landwirtschaftssimulator 2015. Bis morgen. Tschüss.